Ah, der da, den kannst du wahrscheinlich noch retten. Zack, 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 zack. Oder auch nicht. Ah, die da hinten, die kann ich da hinschicken. Grenzen zu Sasgeheit, das ist gut. Es ist trotzdem ein anstrengendes Stück Arbeit. Schnell, geht helfen. Ich sagte, geht helfen. Helfen, los, sofort, danke. Okay, ich bin fertig mit der Quest. Es ist mir egal, was die anderen machen. Wir halten zu euch. Diese Schlacht kämpft ihr nicht allein. Schön, euch zu sehen. Ihr macht sogar einen noch eindrucksvolleren Eindruck, wenn ihr unter Druck steht, Ransau. Ohne euch hätten wir nicht den Hauch einer Chance gehabt. Ich glaube, es funktioniert. Die Blutung scheint gestoppt zu sein. Ich wusste, dass es klappen würde. Zeremonielle Gamaschen. Und Level Up. Es funktioniert. Die Wunde schließt sich. Wir haben alles riskiert. Aber wir haben es geschafft. Shenzhen Zhu wird wieder gesund. Das war auch verdammt knapp. Ja, und schön, dass auch wieder die Bäume darauf wachsen. Hui. Das war doch mal... Ey, jetzt sehe ich ja aus wie der Qi. Willkommen. Ich habe getan, was getan werden musste, Ransau. Und es hat funktioniert. Es hätte alles viel schlimmer enden können, hätten wir nicht gehandelt. Ich wünschte nur, dass Aisa das verstehen würde. Es gibt noch genug Zeit zur Besinnung geben. Es wird noch genug Zeit zur Besinnung geben. Aber wir müssen zuerst zum Tempel der fünf Sonnenaufgänge zurückkehren. Wir müssen sie wissen lassen, dass Qian Xin Zhu gerettet wurde. Und wir müssen über das Schicksal dieser neuen Verbündeten entscheiden. Oh Mann, ich muss immer aufstoßen. Ich habe wieder vor kurzem erst gegessen. Kehrt zum Tempel der fünf Sonnenaufgänge zurück. Beim Wrack der Himmelsucher wartet ein Wagen auf euch, der euch zum Tempel bringen wird. 3 Silber, 5 Gold und 850 Erfahrung. An dieser Stelle war ich ja so schlau und habe mir den in Mandori gemacht. Da kann ich auch den Ruhestein einsetzen. Mandori war ja da. Den, das geht dann doch etwas schneller, als wenn ich jetzt den Wagen nutzen würde. Hallo, ich bin wieder da. Jetzt musst du ein weiteres Mal diese riesigen Treppen raufklettern. Oder rollen. Rollen ist einfacher. Und noch mehr Treppen. Frag mich, wie viele das sind. Uff. Da ist der Geist von Meister Shang-Chi. Wo ihr wandelt, da erblüht Größe. Schön, euch wiederzusehen, Ransau. Ihr habt alles getan, worum ich euch gebeten habe. Und sogar noch mehr. Ihr habt Qian Xin Zhu gerettet. Ihr habt einen alten Meister sehr stolz gemacht. Ein neues Schicksal. Diese neuen Verbündeten haben uns Aufschluss über eine große und wichtige Wahrheit gegeben. Nicht nur Qian Xin Zhu geht es schlecht, sondern im ganzen Land, jenseits der Wolken. Die Welt muss geheilt werden und ich glaube, dass ihr eure Heiler sein solltet. Ich möchte, dass ihr Qi und Aisa aufbricht, um eure Stärke und Weisheit in die Welt zu tragen. Die Allianz und die Horde mögen verschiedene Ideale haben, doch tief in ihrem Innern verfolgen sie beide edle Absichten. Ihr sollt selbst entscheiden, wer euch begleiten wird. Sprecht mit dem Geist von Meister Shang-Chi und entscheidet euch dann, ob ihr mit der Allianz oder der Horde losziehen wollt. 85 Kupfer und 210 Erfahrung. Ihr alle habt mit der Rettung von Shenzhen Zhu etwas Großes geleistet. Ihr macht uns alle stolz. Es scheint, als wären eure Reisen noch nicht vorüber. Diese neuen Verbündeten stammen aus einer zerrissenen Welt, die unsere Hilfe brauchen könnte. Meister Shang-Chi, ich würde die Allianz gerne in ihre Heimat begleiten. Was ist mit euch, Ji? Werdet ihr die Horde auf ihrer Rückreise begleiten? Ja, das ist wahrscheinlich das Beste. Mir gefällt, was ich von ihnen gesehen habe, und es klingt, als ob ihre Welt meine Hilfe gebrauchen könnte.
Und ihr? Wohin werdet ihr gehen? Genau, wohin werdet ihr gehen? Unsere größte Prüfung steht uns noch bevor. Ich bin bereit, mich zu entscheiden. Wählt euer Schicksal, die Allianz. Die edlen Völker der Allianz verbindet ein Band stolzer Tradition von Großmut, Ehre, Treue, Gerechtigkeit und Hingabe. Ob durch technische, arkane oder spirituelle Weisheit, alle Mitglieder der Allianz tragen ihren Teil zu einer friedlichen und gerechten Welt bei. Tretet der Allianz bei, um für ihre hehren Ideale ein ganz Azeroth an darüber hinaus einzustehen. Für die Allianz. Die Horde. Die stolzen Völker der Horde stellen einen losen Zweckverbund gegen eine Welt dar, die sie am liebsten vernichten würde. Die zielorientierte und ungestümte Horde schätzt Stärke und Ehre, hat aber bisweilen mit ihrer eigenen Aggression zu kämpfen. Schließt euch der Horde an, um für eine Welt zu kämpfen, in der ihre Völker frei leben können. Für die Horde, entschuldigt. Wählt euer Schicksal. Für wen entscheidet ihr euch? Ist das eine schwere Entscheidung, Horde oder Allianz? Ich habe ja bereits gesagt, dass ich mich einmal entschieden habe. Und meine Wahl an dieser Stelle fällt auf die Allianz. Einmal sagte, es gibt wirklich diese Leute, die haben ja echt einen Hass darauf, je nachdem, was man spielt. Und ich sagte auch, schaut es euch einfach an, probiert es aus. Schaut euch einfach mal die Seite der Allianz an. Schaut sie euch an und sagt nicht sofort, Allianz ist scheiße, warum spielst du das nur? Schaut euch die Allianz an, nimmt diese Chance an, herauszufinden, wie sind ihre Gebiete aufgeteilt, wie sind ihre Quests. Und genießt es doch einfach mal, wie das ist. Also sagt nicht von vornherein, Allianz ist scheiße, gucke ich nicht mehr. Nutzt es einfach mal als Gelegenheit, die andere Seite kennenzulernen. Nutzt es, ehrlich. Und so soll es sein. Hier stehen wir nun in unserem neuen Zuhause. Alle Antworten werden sich offenbaren. Beitritt zur Allianz. Wir haben eine Pflicht, der wir nachkommen müssen, Ransau. Es liegt in unserer Verantwortung, die Toshui-Philosophie über die Grenzen der wandernden Insel hinaus zu verbreiten. Und es gibt keinen geeigneteren Ort, damit anzufangen, als hier. Sturmwind, das Herz der Allianz. Lasst uns herausfinden, wer hier der Anführer ist. Wir brauchen Verbündete. Sprecht mit König Varian Vryn in der Burg Sturmwind. 35 Kupfer und 85 Erfahrung. Also dann, falls wir hier draußen nützlich sein wollen, sollten wir uns Verbündete suchen. So, die beiden folgen mir jetzt. Ich hätte nie gedacht, hier einmal einen von euch zu sehen. Pandaren, was wollt ihr in Sturmwind? Wir sind hier, um der Allianz beizutreten. Wir ersuchen um eine Audienz bei eurem Kaiser. Kaiser, ihr findet König Varian in der Burg Sturmwind. Benehmt euch, solange ihr in Sturmwind seid, Pandaren. Ihr seid nur im Gebiet der Allianz. Den Satz könnte man damit erklären, dass der General Helm und Clay die Statue von Jojo
beobachtet, also beäugelt hat. Hey, seht nur, Gnolle! Das sind keine Gnolle, Dummkopf, sieh doch richtig hin! Das sind Furbolgs! Ja, genau. Schaut! Schön, das sind gute Neuigkeiten. Wenn wir zur Allianz beigetreten sind, werden wir ganz sicher immer genug zu tun haben. Ja, Jojo ist so ruhig. Lehrmeister, seht! Ja, das sind Pandaren, Moni. Pandaren? Hier? In Sturmwind? Hey, Pandaren, ihr müsst hier sein, um euch der Allianz anzuschließen. Gute Entscheidung, hat für mich prima funktioniert. Willkommen in Sturmwind. Lasst uns einfach weitergehen. Achso, das war bereits zu jemand anderen. So, ach guck mal, ich glaube, da vorne ist auch einer, der sich für die Allianz entschieden hat. Und ich sag vorhin noch, es ist so leer. Das ist schon der dritte jetzt. Pandaren, das muss ich mir wohl einbilden. Ich glaube, das ist ein wenig besoffen. Aber die Pandaren sind immerhin bekannt, das ist wenigstens etwas. Fremde in Anmarsch. Fremde, ja. Aber mit guten Absichten. Seht nur gut hin, Lukas. Das Licht ist stark in ihnen. In einigen besonders. Lasst uns weitergehen. Was ist das für ein Licht? Da ist auch schon die Burg von Sturmwind. Und es ist gerade... Welches Event haben wir denn gerade? Liebe liegt in der Luft. Ah, deshalb auch die Herzen. König Varian. Ich verstehe nicht in mich drin. Für euren Dienst gegenüber der Allianz ist euch der Dank, Sturmwinds, gewiss. Pandaren. Ihr seid hier. Das ist gut. Der Weg der Allianz. Ich habe erst vor kurzem erfahren, dass sich einige eurer Leute hier einfinden würden. Ich würde euch gern zu unseren Verbündeten zählen und hoffe, dass ihr euch uns anschließt. Begleitet mich ein Stück, Ransau. Begleitet König Varian Vryn. 35 Kupfer und 85. Niemals wieder wird unser Königreich betrogen werden. Begleitet mich ein Stück, alle drei. Ihr wollt also der Allianz beitreten? Verbündete können wir immer gebrauchen. Euch abzuweisen, besonders in Kriegszeiten. Aber es gibt eine Reihe von Dingen, die ihr verstehen müsst. Ja, fahrt fort. Erstens, die Völker der Allianz geben aufeinander Acht. Es wird erwartet, dass ihr Mitgliedern der Allianz in Zeiten der Not beisteht. Seien es Menschen, Gnome, Draenei oder Pandaren wie ihr. Es ist eine einfache Regel, aber eine wichtige. Habt ihr verstanden? Gewiss. Gut, denn das bringt mich zu meinem zweiten Punkt. Nicht alle Pandaren haben den Weg gewählt, für den ihr drei euch entschieden habt. Einige haben sich der Horde angeschlossen. Sie sind, genau wie die anderen barbarischen Stämme der Horde, eure neuen Feinde. Die, mit denen ihr einst befreundet wart oder die ihr sogar geliebt habt, sind jetzt eure Widersacher. Es tut mir sehr leid, aber die Fronten stehen fest. Ich werde keine Verbrüderung mit dem Feind tolerieren, denn damit könntet ihr die Allianz Gefahren aussetzen. Habe ich mich deutlich genug ausgedrückt? Ja, natürlich. Gut, wir sind beinahe fertig. Sturmwind ist neu geboren.
Bevor ihr aufbrecht, Ransau, da gibt es noch eine Sache, die ich mit euch besprechen möchte. Ein alter Grubenkämpfer. Ich muss herausfinden, ob ihr auch wirklich kämpfen könnt. Möglicherweise werden wir bei Zeiten eure militärische Hilfe benötigen und dann muss ich sicher sein, dass ihr mein Königreich beschützen könnt. Ich habe viele Geschichten über die Kampftechniken der Pandaren gehört, aber sind sie noch nie persönlich beobachten dürfen. Also, bereit für einen Kampf? Tragt einen Übungskampf gegen König Varian Vryn aus und die Pylonen überletzten. Die Allianz wird ein neues... Das wissen nicht viele, aber ich war einst selbst ein Arena-Kämpfer, ein Gladiator, zur Belustigung der Horde. Ich verstehe also ein wenig von Kampfkunst. Und jetzt, Pandaren, zeigt mir, was ihr drauf habt. Schlimmste ist, er hat eine 100%ige Ausweichchance. Haltet nichts zurück, gebt alles! Was ist los? Ihr müsst euch schon ein wenig mehr anstrengen. Tut doch eurem neuen König nicht weh. Kommt schon, Pandaren, schlagt mich! So habe ich mich schon seit Jahren nicht mehr gefühlt. Keine Sorge, meine neuen Freunde. Mir ging's schon schlechter. Ein kämpferischer Geist wie ihr ist in der Allianz willkommen. Kommen wir also zur Sache. Diesen Teil, das ist echt eine meiner Lieblingsquests in WoW. Das Gesicht von Acer und Jojo, das ist einfach Hammer. Ich muss jedes Mal wieder darüber lachen. Ich muss mich jetzt echt zurückhalten, dass ich nicht laut anfange zu lachen. Freunden gegenüber bin ich großzügig, aber meine Feinde sollten auf der Hut sein. Ihr verfügt über das Talent und das Herz der wahren Kämpfer. Nur wenige würden ihr Heimatland verlassen, um sich der Allianz anzuschließen. Und noch weniger würden sich dem König von Sturm im Kampf stellen. Ich heiße euch und eure Leute herzlich in der Allianz willkommen, Ransau. Gehabt euch wohl. Tja, die beiden sind jetzt weg und wir sind auf uns allein gestellt. Jetzt sind wir ein offizielles Mitglied der Allianz. Ja, ja. Das sind wir. Einmal ein wenig abkürzen. Oh. Ich bin durch den Brunnen gefallen. Oh mein Gott, ich bin durch den Brunnen gefallen. Okay, aber es war's an dieser Stelle schon. Ich habe euch jetzt einen klitzekleinen Teil von Sturm und schon gezeigt. Einen klitzekleinen Teil. Ich sag an dieser Stelle ciao. Und da bin ich natürlich wie immer nicht alleine. Ach, warum winken? Er meinte natürlich, dass... Okay. Möget ihr viele aufregende Abenteuer erleben. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.